Wir spielen Anno 1800 entspannt. Anno entspannt, willkommen auf Twitch, willkommen auf YouTube, da läuft die Aufzeichnung. So, eine Bananenplantage, zwei noch mehr, das ist der Blick auf die Hacienda. Wir sind in Rambazamba, willkommen in der neuen Welt. Doch, wir haben vier Inseln mittlerweile besiedelt. In der alten Welt sind das Bull's Haven und Bierbrunnen. Und in der neuen Welt sind das hier vor Ort Rumba, habe ich Rambazamba gesagt, Rumbazumba. Und die Startinsel, wo die Schiffe immer von der alten Welt ankommen, das ist Tropacabana. Beides sehr wohlklingende Namen, finde ich. Das ist der Keim der Hacienda. Hauptgebäude steht, die anderen, die Wirtschaftsgebäude, ein paar wenige sind auch schon errichtet, aber noch ein Stückchen weiter weg. Wir können da auch mal richtig zu Fuß hinlaufen, über diese Brücke hier hinten. Was denn hier? Ist das eine Pfütze? Ach, das ist Öl, Leute, das ist ein Ölvorkommen. Schaut mal. Das glitzert und wartet darauf, dass wir es erschließen. Das ist eine der Feuerwehren, von denen ich reichlich gebaut habe. Mitunter kommen Beschwerden rein. WB, du lässt deine Bürger verbrennen, kümmere dich doch mal um die. Aber hier, guck mal. Da ist doch eine Feuerwehr. Das ist eine Feuerwehr, die haben wir, glaube ich, gebaut für alle Inseln in der alten und der neuen Welt. Die einzige, ich habe in der Pause die anderen abgerissen. Ich finde, eine reicht. Eine Feuerwehr für alle Inseln in der alten und der neuen Welt reicht. Eine reicht aus. Ja. Wir haben auch Schiffe, die können notfalls auch die Feuerwehrleute dorthin bringen, wo es vor Jahrzehnten gebrannt hat. Insofern alles gut. Geht aber mal über diese leicht entflammbare Holzbrücke rüber zu unserer Hacienda. Rennen einmal rüber. Nein, wir gehen. Wir schlendern rüber. Hört ihr unsere Schritte? Guten Tag, gute Frau. Hübscher Hut. Betreten durchs Hauptgebäude unserer Hacienda. Prachtvoller Anblick. Ey, nicht, Gott, wie furchtbar, ein Vogel auf dem Dach. Nicht, dass hier auf die niegelnagelneuen Schindeln draufgekackt wird, im Ernst. Vögel auf dem Dach. Das Gebäude ist gerade entstanden, das ist gerade frisch bedeckt, bedacht, schindelt, irgendwas worden. Und da ist da schon ein erster Vogel zu sehen. Also da zuckt man echt zusammen. Ich lebe ja in diesem anderen Modus, in diesem Real-Life-Modus, genau. Da lebe ich ja in Köln. Gott, ich bin in einem... Ich wohne im Übergang, die den Kölnern sagt das was, dem Rest der Menschheit nicht, von der Innenstadt zu Ehrenfeld, zu diesem Stadtteil. Und um mich herum sind überall auf den Straßen kleine Eisenbahnbrücken. Und wenn man von der Innenstadt nach Ehrenfeld will, zu Fuß oder zurück, muss man unter Eisenbahnbrücken durchgehen. Und diese Eisenbahnbrücken sind bewohnt von Tauben, von Flugratten, haufenweise. Und der Boden, der Bürgersteig und den rübergeht, ist immer so dick vollgeschissen von Myriaden von Tauben. Und die hocken dann über dir in diesen Stahlträgern drin. Und ich versuche immer, wenn ich so rübergehe mit Mützen auf dem Kopf, versuche ich irgendwie so einen Bogen rumzumachen über die, wo die eventuell über mir... Also echt Horror, der blanke Horror. Man versucht irgendwie zu gucken, wo sind die, und dann trippeln die rum und... Verfolgen die mich und komme ich woanders durch, und wenn man Glück hat, wird man nicht erwischt. Das ist ein Leben hier echt. Grauenhaft. Es ist traumatisierend. Manchmal zucke ich auf in der Nacht und denke mir irgendwie, oh Gott, hat es mich wieder erwischt? Lauf zum nächsten Spiegel und stelle fest, nein, es war nur ein Traum. Kein Vogel hat mich erwischt. Grausam, grausam. Ganz furchtbar. Deshalb reagiere ich so empfindlich, wenn ich diesen Vogel da oben auf unserem Dach sehe. Gefällt mir nicht. Noch einer. Das war ein Papagei. Ja, das ist der Beginn unserer Hacienda. Ich sage aber ganz ehrlich, also so eine richtig große Hacienda ist es noch nicht, ne? Da müssen wir noch dran arbeiten. Was hat er denn für eine Klatte in der Hand? Was steht da drauf? XX1. 21 steht da drauf. Das ist ein geheimes Zeichen, immerhin die Hälfte von 42. So, jetzt bauen wir aber weiter. Und machen Folgendes. Wir haben
Wir brauchten noch, ach so, eine Bananenplantage hatten wir eben gebaut und die war, da fehlten noch 3 Felder, hatte ein Zuschauer im Chat geschrieben. 3 Felder würden da noch fehlen. Mais oder, nee, Bananen oder Maisfelder? Irgendwo würden noch 3 Felder fehlen. Bananen waren es, ne? Setz dich lieber, also hier sind alle. Tatsächlich, hier fehlen noch 3 Stück. Unfassbar. Wie konnte ich das machen? Schande. So. Jetzt haben wir hier Platz nachher für ein Düngersilo. Das können wir nachher hier hinsetzen. Im Augenblick noch nicht. Ich kann es im Blaupausenmodus da schon mal hinsetzen. Wir könnten zwar jetzt schon bauen, aber wir könnten es noch nicht nutzen, weil wir noch keinen Dünger haben und auch noch keinen produzieren können. So. Dafür haben wir gesorgt hier. Sehr fein. So, nächster Schritt. Bananen. Top. Mais. Noch kein Top. Einmal Mais noch bitte. Da werden wir einmal rübergehen und von der Hacienda aus eine weitere Farm für Mais. Hier an den Rand bauen. So bitte, dass sie auch angeschlossen ist an die Agenda. Hm, wir könnten die sogar noch viel weiter nach draußen setzen, stelle ich gerade fest. Ziehen Straßen rüber. Ich glaube, wir setzen hier auch ein Lagerhaus irgendwo hin, oder? Die rennen ja ewig darunter. Ich mache das mal so. Ich setze die ein Stück nach rechts und setze da ein Lagerhaus dazwischen. So sind wir angeschlossen. So, es ist ein normales Lagerhaus dazwischen. Eine Straße dahin. Jetzt will ich es mal wissen. Jetzt will ich was ausprobieren. Jetzt essen wir die Farm doch hier hin. Das sieht doch noch hübsch aus. Sagen bitte einmal Mais. Weili schreibt im Chat, WB oder Welli, Welli, ne? Das hast du mich angesuchtet, hat mir jetzt den neuen Season Pass gekauft, weil ich eine Hacienda haben möchte. Alle Hacienda, genau. Einmal Mais. Und auch einmal rauf, bitte. Jetzt bauen wir außen drumherum. Jetzt tricksen wir das hier aus. So. Bauen hier alles zu. Kann auch sein, dass es später dann ganz anders aussieht, aber im Moment halt noch nicht. Ja. Und das geht doch. Sollen wir uns das auch mal angucken? Also Mais ist jetzt okay. Genug Mais da. Ja, passt alles. Gott, jetzt brauchen wir Alpaka-Wolle. Immer wieder irgendwas. Irgendwas brauchen die Damen und Herren hier immer. Ja, die Hacienda-Lagerhäuser, die finde ich, Tom, gar nicht so cool, muss ich sagen. Du meinst die... Nee, es gibt keine Hacienda-Lagerhäuser. Du meinst die Lager, ne? Also nicht die, wo man die Transporte hinbringt. Den Lagerraum meinst du? Die Lagerkapazität auf der Insel erhöht, da würde ich, die würde ich eher bauen im Wasser. Wir haben im Wasser immer Platz so an den Ecken. Finde ich, weiß nicht, ob man die so braucht. Die erhöhen nur die Lagerkapazität auf der ganzen Insel, die brauchen wir auch im Augenblick gar nicht. Wir brauchen aber noch mehr Tierhöfe und wir machen wieder einen Tierhof hier in der Nähe von dem Hacienda Düngerwerk.
Ah, wir setzen mal die Rumrennerei weg. Damit können wir tricksen. Puh, ob das klappt? Ich versuch's mal. Setzen die mal erstmal testweise hier oben hin. Dann bitte einmal eine Alpaka-Farm hier vorne hin. In Reichweite von dieses Düngerwerks hier. Ob das hier reicht? Puh. Vielleicht eins weiter nach innen. So, ne? Oder setzen das Teil eins nach links, das können wir auch machen. Hier oben alles noch angeschlossen. Rinderfarm sollte das, ja, alles angeschlossen, alles passt. Jetzt können wir das eins nach links setzen. Geht. Wir müssen das Land erst vorbereiten. Wir bauen ein Silo daneben. Haben wir eigentlich an jeder Alpaka-Farm, die wir haben, schon ein Silo dran gesetzt? Hier ist ein Silo. Nein, hatten wir hier kein... Ach, wir haben ja gar kein Silo. Einfach hier ein Silo hin und dann ist alles okay. Dann brauchen wir die erstmal gar nicht. Sollen wir trotzdem schon mal bauen? Ach komm, bauen wir. Bauen einmal... Einmal, zweimal, dreimal. Das packen wir hier oben hin. Viermal. Ob das geht? Ich habe den Verdacht, irgendwie habe ich mich gerade verkalkuliert hier. Oh, wunderbar. Geht doch. Und jetzt brauchen wir noch das Silo. Aber das Silo muss hier daneben stehen. Und braucht Straßenanschluss und Kontakt. Ich glaube, wir müssen die eins nach links setzen. Aber dann geht das hier nicht auf. Ach, es geht. Es geht, es geht. Wir setzen das Lagerhaus eins nach links. Dann machen wir die Straße hier weg. Und ich glaube, dann können wir... Nee, und dann setzen wir das hier schräg hin. Puh, jetzt müssen wir echt mal puzzeln. Was bizarre, danke fürs 13. Hi. Liebe Dank, danke dir. Also ich würde es gerne eins nach links setzen und dann mal probieren mit dem Silo und das Silo braucht Straßenanschluss und muss hier daneben stehen. Ja, das hier dann hier hinkt. Und das dann hier vorne hin. Einmal so. Wir könnten auch das... Und jetzt das hier. Oh, es geht gar nicht weiter nach links. Ich habe die ganzen Pläne umsonst gemacht. Es geht gar nicht. Dann muss ich doch das Lagerhaus verschieben. Geht alles eh nicht. Straße wieder ziehen. Einmal hier rauf. Alles Kommando zurück und stattdessen das Lagerhaus hier verschieben. Wir machen mal die Straße hier weg. Gucken, wie wir das dann hingetrickst bekommen. Eins nach hier. Ja. 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 Nein. Nein, nein. Geht auch nicht. Können wir hier nicht einen Polder bauen? Oder wie sagen die Holländer? Können wir nicht aus dem Wasser eine Landfläche machen hier? Ach Mensch. Hier muss doch Platz sein für so ein schönes Silo. Ja, es geht, es geht, es geht.
Ja, es geht. Nein, nein, Moment, Moment. Hier hin. Ich hatte es doch gerade eben. Ja, 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 vier. Und jetzt das Silo hier vorne hin. Ja, es funktioniert. Wir haben es hinbekommen. Es hat geklappt. Alpaka Farm immer noch in Reichweite von dem Teil hier. Ja. Rinderfarm in Reichweite vom Düngerwerk. Ja. Dritte Alpaka, Dingsbums, Kirchental, Alpaka, auch ebenfalls. Ja, alles gut. Haben es geschafft. Überall ein Silo. Ja. Lagerhaus überladen, jetzt nicht mehr. Straßenverbindungen sind da. Es klappt, es funktioniert. Wir setzen jetzt noch ein paar landwirtschaftliche Ornamente daneben, um uns ein bisschen zu feiern für unsere Puzzelei. Gehen in die Kultur rein. Und setzen noch ein paar Palmen. Wäscheleinen für die Menschen, die hier leben und arbeiten müssen, falls sie mal in den Fluss fallen und die müssen nachher ihre Klamotten. Oder in der Nähe des Lagerhauses. Wir können so Land, wir können nehmen industrielle Ornamente, wir nehmen einen Wasserturm. Den setzen wir. Hier hin. In den EF, dann bei Maria noch ein paar schicke Palmen hier raus. Ach ja. Wunderbar. Bin begeistert. Ach, sieht das schön aus. Ja. Sehr schön. Ja. Gucken wir uns auch gleich aus der Nähe an. Dann bitte noch ein paar Ornamente. Ein bisschen Deko-Geschichten. Industrielle Ornamente. Ein Dreckhaufen Tanks. Ein Schuppen. Ein Schuppen am Lagerhaus. Passt auch immer. Ein hierhin. Noch ein Schuppen, bitte. Nee, weiß nicht. Hier noch einen. Stahlbarren. Metallrohr, Fässer. Fässer überall. Fässer passen immer. Ja. Wunderbar. Frachtcontainer. Einmal hierhin. Einmal aus der Nähe angucken, Leute. Einmal schauen, staunen. Einmal gucken gehen. Bullen! Allein deshalb mache ich das. Also ich werde manchmal gefragt, Mensch, WB, warum spielst du so viel Anno 1800? Hat das Spiel etwas, was du liebst? Ja, Bullen. Bullen, jede Menge Bullen, Kühe, Kälber, sowas in der Art. Meine Herde hier zu sehen, allein dafür. Ein Stück will man sich auch selber wiederfinden in diesen Spielen. Mit einer kleinen Allee, die wir hier gebaut haben. Ja, sehr schön. Nein, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich extra den Schuppen hingesetzt. Da hat sich ein Vogel draufgesetzt. Immer das Vogel- und Schuppenproblem. Ach komm, kein Kommentar. Ich habe eben alles schon gesagt, was ich zum Thema Vögel kacken auf Dächer loswerden wollte. Da oben auch. Das ist sogar eine Taube. Weg da. Weg da. Ksch. Weg da. Ksch, ksch, ksch. Weg. Ksch, ksch, ksch. Oh, mal riechen. Oh, die duftet so lecker, die zauberhaft. Leute, es ist richtig hübsch hier. Für alle Menschen, die hier arbeiten oder die im Schatten dösen. Ob es man das Spiel auch gewinnen kann, fragt Skafilo. Kann man, wenn man Siegbedingungen aktiviert hat, hab ich nicht. Sehr hübsch. Alles zauberhaft. Ja, alles gut. So, und weiter. Nächster Schritt. Oh!
Die Insel hat an Attraktivität Menschen gewonnen. Lassen sie hochleben. In Rumbazumba ist ein Stadtfest gerade. Irgendeine Feierlichkeit, ein Erntedankfest. Mal gucken, wo das ist. Hier vor Ort. Seht ihr einen Umzug? Ja, hier. Da ist er. Oh, wir haben einen guten Platz. Und Konfetti fällt vom Himmel. Das Erntedankfest findet statt. Ja, Menschen mit Hochrädern und Leute auf Stelzen. Fässer werden durch die Insel gekarrt. Die Pauke wird geschlagen. Bürger feiern und Bürgerinnen ebenfalls. Sehr schön. Genau, Fraxa trifft es auf den Punkt und stellt fest, Ramba Zamba in Rumba Zumba. Klasse. Und Leute haben alles, was sie brauchen. Ja, man ist glücklich. Alles gut. Wunderbarst. Und die Versorgung? Ja. Alle Leute haben ihre Tortillas. Nächster Schritt wäre Kaffee ab 300 Obreros. Sag mal, Leute, haben wir hier vor Ort überhaupt Steinproduktion? Haben wir die Steinproduktion schon angeworfen? Nein. Wir produzieren vor Ort gar keine Steine. Aber auch kein Wunder, wir haben Schiffchen wie den Falken. Der wartet und randvoll seinen Bauch hat mit Steinchen. Das reicht auch erstmal aus. Ja, Leute, was ist der nächste Schritt? Die Insel noch weiter, schöner und größer machen. Boxkampfarena brauchen die Leute, sobald 300 Obreros da sind. Und dann auch Kaffee. Kaffee können wir auf dieser Insel normalerweise nicht gewinnen, gehört nicht zu den Fruchtbarkeiten. Aber wir haben ja in der Hacienda ja die Möglichkeit, keinen Kaffee zu machen. Kaffee geht auch nicht. Dann müssen wir einen Kaffee für alle Leute gleich schon mal herstellen in Tropacabana. Hier ist nämlich Kaffee Fruchtbarkeit. Und Kaffee wird gleich freigeschaltet, sobald wir auf einer Insel 300 Obreros haben. Hier haben wir noch gar keine. Wir können uns auch schon mal Obreros gewinnen. Stufenaufstieg geht auch. Sollen wir das machen? Wir machen erstmal die andere Insel in Groß hier. Es sollen noch mehr Obreros hier leben. Wir könnten die Häuser hier einfach upgraden. Oder wir könnten rund um die Hacienda auch Unterkünfte für Obreras und Obreros hier hinsetzen. Sollen wir das machen? Ja, ne? Wir haben 1 Million! Ja! Danke an Earl Tom! 1 Million auf dem Konto. Zu Beginn hatten wir ja so eine miese Bilanz. Wir setzen mal ein paar Hacienda-Unterkünfte für Obreras und Obreros hier hin. Und wir können auch so schöne Dinge machen wie Pflaster hier und Wege. Wir bauen die. Wohnhäuser hier hin. Einmal. Zweimal. Ich warte nur drauf. Also wenn es keiner von euch schreibt, ich warte ja eigentlich drauf, dass es endlich mal einer sagt. Aber wenn es keiner macht, dann erwähne ich es notfalls selber. Das Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt soll. Oder ob ich hoffen kann, dass er von alleine drauf kommt. Kommt er von alleine drauf oder nicht? Im Augenblick ist es echt mau. Warum kann ich den nicht mauen? Keiner spricht mich drauf an? Soll ich sagen?
Ich stelle euch mal eine Frage und die gibt euch vielleicht was zu denken. Können Haciendas brennen? Können die Unterkünfte für unsere Obreras und Obreros in Flammen aufgehen? Und falls ja, kann man da eventuell ein Problem vorab lösen? Dass ich das Thema ansprechen muss, ich, der immer vom, wo es immer vom Chat da ist, Venture B, deine Bürger stehen, lieben dich heiß und innig, sie sind entflammt für dich. Das ist irgendwie romantisch, aber willst du dir nicht doch eine Feuerwehr bauen? Und jetzt bin ich derjenige, der das Thema Feuerwehr anbaut, anschneidet. Ich muss das zur Sprache bringen. Ich, Leute, echt. Ihr seid nicht mehr die Community, die ich kenne. Früher wart ihr anders drauf. Da war ihr umsichtig, da schlug euer Herz auf dem rechten Fleck und für die Bürger. Ich weiß noch lebhaft, in der Vergangenheit war das so, immer wenn es gebrannt hat, haben mehrere Leute im Chat geweint. Rotz und Wasser, die haben geheult. Das war bitterlich, was ich für Briefe danach bekommen habe. Echt, auf feinstem Büttenpapier, mit großen Salzflecken drauf, wurden mir von Briten Boten rübergebracht in meine Hacienda. Und da stand drauf, oh, werter Writing Bull, eine Petition eurer Bürger. Ich habe nächtelang durchgeweint, weil du deine Bürger... Die Flammen sind außer Kontrolle. Schon brennt es, Leute, echt. Schon brennt es hier. Wo denn? Ich habe ein bisschen Schiss gerade. In Bierbrunnen. In der alten Welt? Aber wir haben doch hier eine Feuerwehr. Freiwillige Feuerwehr. Wartet auf die Mobilisierung, geht aber nicht, weil... Wahrscheinlich, weil ich... Das weiß ich gerade nicht, warum. Ich glaube, das ist ein uralter Brand, oder? Das ist ein uralter. So, also lange Rede, kurzer Sinn, ob ihr mich darauf anspricht oder nicht. Ich baue denen jetzt eine Feuerwehr hier hin. Aber ich bin enttäuscht, menschlich, tief von euch. Früher wart ihr anders. Oh, kommt die Feuerwehr bis hier hin? Ja. Sag mal, wie kommt die denn zu den Gebäuden? Können die auch brennen? Und die Wege werden nicht benutzt? Das gibt mir jetzt aber echt zu denken. Das verblüfft mich gerade. Wir setzen mal einen normalen Feldweg hier runter. Beobachten mal. Ah, jetzt haben die hier Anschluss. Okay. Setzen wir ein paar Steinstraßen hier hin. Alles klar. So, und dann brauchen die Leute aber noch ein paar Sachen, die sie im Augenblick nicht haben. Zum Beispiel eine Kirche und in Aachen noch eine Boxkampfarena und ein paar andere Dinge mehr. Und sie brauchen gleich Chili-Soße und Atole. Damit die noch weiter groß werden, aber erstmal die wichtigsten Dinge wie eine Kirche. Eine Kapelle. Ein kleines Kapellein. Hierhin. Eine Kapelle hierhin. Können wir gleich noch ein bisschen Kultur hinbauen. Boxkampfarena kommt nachher und so weiter. So, jetzt ziehen jetzt Menschen ein. Sie brauchen Chili-Soße und Atole, damit noch mehr einziehen, aber wir machen erstmal mit den normalen Tools hier weiter. Klauen hier noch ein paar von diesen Straßen hier. Ach, was mache ich denn hier? So. Alles gut.
Menschen ziehen ein. Wie viele Ponchos und Tortillas sind mittlerweile auf der Insel? Poncho-Thema. Geht so, alles okay? Gebackene Bananen, okay. Tortillas, alles okay. Alles im grünen Bereich hier. Wir haben grüne Balken bei Schokolade, bei Zigarren und bei Sekt. Das hat folgende Bewandtnis. Mal den Nicht-Anno-Veteranen kurz erklärt. Die Güter werden vor Ort nicht gebraucht. Deshalb gibt es ja keinen blauen Balken. Aber die werden produziert, scheinbar. Wir haben im Augenblick ein Fest. Und wenn ein Fest ist, dann werden bestimmte Güter gratis produziert in der Zeit. In dem Fall sogar Güter, die wir vor Ort gar nicht brauchen. Und die wir teilweise vor Ort gar nicht herstellen können, wie Sekt. Die landen alle im Lager. Für eine Weile. So, das reicht erstmal. Die weiteren Sachen stellen wir noch nicht her. Wir haben auch jetzt sehr viele Obreros hier schon mal. Wir machen hier auch noch mal ein paar Aufstiege. Denn das sieht sonst so doof aus, wenn hier nicht noch mehr stehen, finde ich. Machen hier noch ein paar Level-Ups. Entlang dieser Straße auch, weil hier haben wir so eine kleine Allee hingesetzt. Es leben hier sehr viele Menschen und die müssen auch versorgt werden. Wir müssen wahrscheinlich gleich nachbauen. Wir brauchen noch viel mehr Jaleros. Und die Stadt mit dem Feld, mit dem Zentrum, das nutzen wir auch. Auch wenn das nicht so nicht sehr platzsparend ist, aber das haben wir hier einmal gebaut, dann bauen wir ja diese Stadt auch zu Ende. Und die weiteren Bürger leben dann rund um die Hacienda. Mal gucken, was die Zeitung berichtet. Ich glaube, wir müssen ein bisschen lektorieren. Tropacabana habe sich gehen lassen. Berichtet einer der vielen Besucher, die meinen, diese Stadt in der neuen Welt habe ihren Reiz verloren. Reiseveranstalter kratzen sich am Kopf und meinen, irgendwas müssen wir tun, damit sich die Drehkreuze wieder drehen. Als ob da jemals Touristen gewesen wären. Das hat er sich so ausgedacht hier. Wir geben nochmal mit den Verbraucherbedürfnissen hier rein und senken das. Noch ein paar Jornalero-Häuser, bitte. Sehr schön. Ein paar Straßen. Häuschen hier oben bitte und noch ein bisschen Grünzeug nachher. Es ist nicht. Guck mal, noch einen Park nachher errichten. Stadt hier überall. Hier können wir nachher noch andere Gebäude hinsetzen, zum Beispiel ein Hospital. Sollten wir so langsam mal bauen, bevor die erste ernsthafte Krankheit ausbricht. Ich könnte mir vorstellen, eine zweite Feuerwehr nachher noch zu bauen. Polizei ist nicht nötig. Die Leute sind immer glücklich bei uns. Nachher kommen noch mit Rathäusern und Ähnlichem planen. Und die Boxkampfarena
Brauchen wir bei den Obreros mittlerweile auch. Zwar eine hier vorne, kostet ordentlich Unterhalt, 100 Ocken pro Minute. So. Hier kommen noch Grünzeug und wir, das hier machen wir, das wir hier unten. Wir klauen ein paar von diesen schönen Wegen hier. Oder mal gucken, ob das geht. Ob ich das hier gemeinsam kopieren kann? Ja, könnte gehen. Klappt das? Ja, es klappt. Einmal. Zweimal. Schön. Wunderbar. Mit Steuerung und dem Kopierwerkzeug gemeinsam. Die können wir das auch nochmal machen. Klasse. Da kopieren wir auch das hier nochmal. Setzen das hier hin. Wunderbar. Hier können wir auch noch welche hinsetzen. Klasse. Sehr schön. Einmal gucken. Nehmen das Hospital, genau. Kurze Wege, Kaya. Genau, darum geht's. Kurze Wege. Falls hier einer eins auf die 12 bekommt, hier werden die Leute zusammengepflügt und gleich wieder rübergekarrt. Ja, die Feuerwache, das ist ein bisschen wenig. Ne? Ihr könnt noch eine zweite irgendwo hinsetzen. Hier unten vielleicht, in den Bereich. Mobsen, die stellen die ja hin. Ja. Dann könnt ihr noch ein paar. Na, dann brauchen die aber lange. Das ist okay. Das ist die Versorgung mit der Feuerwehr. Die reicht jetzt auch so ein bisschen in alle Richtungen mehr. Bisschen gleichmäßiger verteilt. Zwei Feuerwehren. Danke an Kaya fürs Abo. Willkommen. Bitte begrüßt mal ganz freundlich nach dem Kommentar. Jetzt auch das Abo von Kaya 20133.